Wo bin ich denn hier gelandet? Schönen guten Tag, Raphael. Ich bin OneNote und werde mich dir heute vorstellen. Ich bin ein Office-Programm, das dir das Schulleben um einiges erleichtern kann. Hast du denn keine schweren Schulhefte mehr? Nein, besitzt du mich, brauchst du natürlich keine Schulhefte mehr, sondern sogenannte Kursnotizbücher. Du hast wie üblich auch hier für jedes Fach ein eigenes digitales Heft, in dem du normal mitschreiben kannst. Deine Lehrer erstellen diese Notizbücher für dich und können so dann auch darauf zugreifen. Wow, das klingt ja sehr praktisch. Und was kann ich machen, wenn ich mir ein Heft erstellen möchte für Privates? Da stellt alles kein Problem dar. Du kannst dir auch selbst problemlos ein Notizbuch herstellen, auf das nur du alleine zugreifen kannst. Das ist ganz einfach. Hierfür musst du auf Datei, Neu und den jeweiligen Namen, den du für dein Notizbuch haben möchtest, eingeben. Und schon hast du dein eigenes persönliches Notizbuch. Das klingt ja gar nicht so schwer. Stellt das Lernen eigentlich Schwierigkeiten dar? Keine Sorge, Raphael. Ich besitze viele Möglichkeiten, um besser und ordentlicher zu lernen. Ich zeige dir einfach ein paar meiner Lernmethoden. Hast du ein Notizbuch erstellt, kannst du die Lernseiten gestalten, wie du gerne möchtest. Wie schon erwähnt, habe ich digitale Bücher. Gehe also auf Digi4School und schneide dir nur mit der Tastenkombination Windows, Umschalten S oder mit Snipping Tool aus, was du für wichtig hältst und füge sie dann auf deiner Lernseite wieder ein. Oftmals ist es sehr hilfreich, Lernvideos einzufügen. Gehe auf YouTube, suche ein Thema aus, bei dem du Hilfe brauchst, schnapp dir den Link und setze ihn wieder in deine Lernseite ein. Du kannst auch eine Mindmap selber oder auch digital auf der App MindMeister erstellen. Es hilft dir sicher auch, wenn du Lernseiten aus dem Internet hervorholst und Übungen rausschneidest. Möchtest du angenommen Words üben, geht das ganz gut mit Quizlet. Das waren jetzt aber viele Informationen. Muss ich das alles selber können? Natürlich nicht. Fast alle Lehrer versuchen, mich bestmöglich für dich zu vereinfachen. Ich zeige dir ein gutes Beispiel. Gehen wir auf das Notizbuch Mathematik, lineare Gleichungen. Hier weiß der Lehrer, dass sich manche Schüler oft schwer tun und hat ein extra Video eingefügt, damit sie zu Hause nachschauen können. Es kann aber auch gut sein, dass dein Lehrer dir ein Video vorgibt und du dazu einen Text verfassen musst. Das finden wir in dem Notizbuch Englisch Homework 6. Dieses Video dauert etwa 5 Minuten. Das ist ja total praktisch. Und hast du denn noch andere spezielle Nutzungen, die man sonst nicht hat? Aber natürlich! Viele Lehrer lassen die Schüler, anstatt ein Referat zu halten, einfach Audios bzw. Videos aufnehmen. Gehen wir also auf das Notizbuch Englisch und Homework 1. Hierbei können die Lehrer nebenbei die Aussprache der Schüler kontrollieren. Somit sparen wir viel Zeit. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Benötigt ihr noch oft Handys im Unterricht oder sind die komplett nutzlos? Nein, absolut nicht. Diese lenken nur ab und du kannst dir sicher sein, dass 9 von 10 Schülern nicht das machen, was sie eigentlich tun sollen. Also benutzen sie das Internet. Ich zeige dir wieder ein Beispiel zum Verständnis. Gehen wir in den Ordner Geografie, Supermacht USA und Begriffe. Wie du siehst, müssen wir viel recherchieren und selbstständig arbeiten. Vielen Dank für deine Hilfe, OneNote. Ich habe sehr viel Neues gelernt und werde mir auch ein Tablet verschaffen. Mach's gut! Es war mir ein Vergnügen und ich bin froh, dass ich helfen konnte.